So, ah, womit warte. Kann dir nein, die... stopp, oh, noch gar nicht. Sorg. Ich will erstmal hier die ganzen Dinger kaputt machen. So, dann können wir nämlich auch gleich alle ausgeben. Das ist ja recht sinnvoll. So, sonst haben wir hier, glaube ich... Ne, also... Ja, drei Stück haben wir davon schon. Das heißt, wir können gleich theoretisch, aber müssten wir erst zurück. Na, ein bisschen dafür, Zeit hat das ja auch noch. Ich will jetzt dafür nicht extra zurück, wisst ihr. Womit kann dir dieser Bescheidene? Lass dir Zeit. Nee, bis ich so einen Überblick habe, was ich so am meisten eigentlich brauche, möchte ich mir hier eigentlich auch gar nichts kaufen. Das brauche ich nicht. So viel haben wir noch nicht vergeben. Okay. Okay, das ist natürlich auch alles gar nicht schlecht, aber dann doch noch ein bisschen teuer. Wie du willst. Ach Quatsch. Sorry. Ich werde erstmal ein bisschen. Erstmal ein bisschen in mich selbst investieren. Ich glaube, das ist gar nicht unbedingt verkehrt. Wie du willst. Die 15 hätten wir jetzt auch behalten. Sorge dafür, dass. So. Ach Quatsch. So, hatten wir gesagt, noch einmal Stärke. Und dann jetzt auch mal Magie. So, 4, 3, 2. Ich glaube, so in dem Verhältnis können wir es eigentlich immer ganz gut halten. Ich glaube, das ist gar nicht verkehrt für meine Art zu spielen. So, wo geht es denn jetzt weiter? Ach so, er ist nur wieder entschwunden. Weil da oben bin ich der Meinung nicht. Da in der Nische war auch nichts. Kommen wir hier irgendwo? Nee, hier ist auch nichts. Oh, da oben ist noch was, aber da kommen wir, glaube ich, nicht mehr hin. Mano! Es gibt hier so viele Plätze, wo wir einfach nicht hinkommen und ich weiß nicht, ob ich da nur zu doof für bin. Also ob ich hier irgendwas wirklich nur nicht sehe. Oder ob man da wirklich nicht hin kann. Aber ich wüsste jetzt gerade nicht wie. Ich habe da gerade was gesehen, das probiere ich mal aus. Nee, aber ich glaube, da kommen wir auch nicht auf die Wurzel. Ich dachte, wir können sonst nochmal hier auf die Wurzel steigen und dann... Nee, aber das wird hier ja nichts. Hier kommen wir auch irgendwie überall nicht hoch. Was ist denn mit den Dingen da oben? Das verstehe ich nicht. Was soll man damit machen? Na gut, dazu wird uns halt auch noch nichts angezeigt. Oh Gott, das war jetzt eben Nuscheln, das tut mir leid. Dazu wird uns jetzt auch noch nichts angezeigt. Da guck mal, dieser Wirbel. Können wir mit dem nicht irgendwas machen? Der geht doch nach oben. Der müsste uns doch eigentlich hochtragen. So schwer sind wir nicht. So, und der startet hier. Los. Trag uns. Los jetzt. Okay, ich habe keinen Plan. Ich weiß es nicht. Ich weiß das nicht. Aber ich weiß auch gerade nicht so genau, wo es hier weitergeht. Oh. Da läuft sie da durch. Ich war gerade mit meinem Blick ein bisschen weiter hinten in der Gegend. Was ist da? Ich bin mir nicht so sicher, ob ich da runter will, aber es ist irgendwie der einzige Weg, den ich gerade habe. Oh. Bitte nicht! Tu es einfach! Töte mich! Oh, ich hör auf zu flennen, Mensch! Komm zu mir! Sofort!
willst du leben. Was? Wenn du leben willst, kann ich dich an einen sicheren Ort schicken. Relativ sicher. Relativ sicher. Berührt ihn. Schwachköpfe. Ein Wunder, dass sie so lange über die Erde herrschen konnten. Ich möchte ihr dann noch nicht mal irgendwie widersprechen. So, ich glaube, ich weiß schon, wo es weitergeht, denn hier haben wir wieder super reißfeste Kevlar-Spinnweben. So. Oh, immer diese engen Gänge und Luftschächte und was wir nicht mehr haben hier. Riecht es nach Tod, glaub mir. Wir haben uns vor 1000 Jahren mal ein Zimmer geteilt. Der war gut. Ah, okay, haben wir ihn nur wieder. Ja, waren wir gerade erst. Wir haben nichts. Zumindest nichts, was sich jetzt lohnt. Ja, ich möchte eigentlich ganz gerne, muss ich gestehen, alles töten. Was. Oh, die Eier kann ich kaputt machen. Ich habe eure Kinder getötet. einfach um die ganzen Seelen zu bekommen. Klein kann man nicht. Huh? Aber die habe ich doch eben. Wusste ich doch, die habe ich doch eben auch kaputt gemacht. Hä? Was sind das für super robuste Eier? Das sind richtige Cojones, Leute. So. Kommst du runter oder muss ich dich runterholen? Okay, das war jetzt relativ leicht. Komme ich hier schon raus? Oh, das habe ich nicht gesehen. Durch. Oh, nice. Wow, da sind sie doch schon so weit. Zum Glück haben wir die nicht gegessen. Schön gekochtes Ei mit Insektenprotein. Yummy. So. Sind wir hier auch ein bisschen durchmarodiert? Das ist immer gut. Oh, marodieren macht Spaß. So, da sehe ich auch schon was. Oh, bevor wir, den hier habe ich eben schon aus dem Augenwinkel gesehen. Aber dass der hier dann noch um die Ecke kommt, ne? Von wo kam der überhaupt? Hat er da oben drin gesessen, in diesem Felsenverschlag da? Ist mir auch egal. Er war da, er ist tot. Mädels. Nicht einfach wild durch die Gegend. Also ganz ehrlich, ne? So. Ich will das Ganze einfach nur ordentlich haben. Es ist mir ein großes Bedürfnis einfach, hier alles ordentlich zu hinterlassen. Okay, ich hatte jetzt gehofft, da ist was drin, aber... dann halt nicht. Dann eben nicht. Gut, ist anscheinend nie. Dann mache ich das jetzt auch nicht mehr. Wuhu! Sollte ich vielleicht auch weitermachen. Denn ich glaube, wir werden da noch ein bisschen was von brauchen. Also an Seelen und dementsprechend auch die ganzen Lurcherteile. Die sind, glaube ich, später noch ziemlich essentiell. Und noch mehr. Okay, wir kommen hier auch wieder hoch. Aua! Hallo, willst du mich bitte ausweichen lassen? Okay. So. Dich hätte ich auch ganz gern. Da hinten habe ich auch noch einen gesehen. Ich habe ja auch eben noch irgendwo was gehört. Da oben vielleicht?
Ich weiß es jetzt gerade nicht. Aber ich habe hier gerade noch was röcheln hören. Also röcheln mehr oder minder. Das hat schon Stil, ne? Ich dachte eben, wir schaffen es nicht. Ich sag gerade noch so, hat schon Stil und dann knallen wir direkt vor der Wand auf den Boden. Das wäre es echt gewesen. Huhu. Lurch. Alter, was war das denn bitte? Meine Schweinebacke. Kackbratze, du. Fass das ja nicht. Da springt er auf? Ja. Oh, ey! Ich dachte eben, wir sind so richtig schön ausgewichen. Wollte gerade so ein kleines triumphales Lachen loslassen. Und in dem Moment nackelt er uns da seine Kralle. Das Dekolleté. Das ist natürlich, ja, finde ich jetzt ein bisschen fragwürdig. Also ich glaube auch, das könnte ich anzeigen. Nur wo ist hier die Frage? Das wüsste ich jetzt nicht. Ich wollte einfach nur, dass du da nochmal drauf haust. Dankeschön. Ich glaube, Heilungsfragmente werden wir später auch noch en masse brauchen. Ich kenne mich ja. Well, okay. Jetzt. Ich dachte eben, der wäre verschwunden. Nicht der hübschesten einer, aber okay. Wir wollen da ja nicht urteilen. Ich hoffe immer, dass ich jetzt nicht irgendwie hoffnungslos falsch laufe. Hm. Bist du hinüber? Sehr schön. Oh, ich höre es aber auch wirklich überall. Ich werde... Alter Scholli. Du Klappspaten, ey. Mach dich kirre, mach ich dich. Plan müssen wir uns hoffentlich nicht merken. Das war jetzt nicht so schwer. Kaputt machen? Nicht kaputt machen. Was war das? Ih, was ist denn das da oben? Hier schön Happa-Happa machen, ne? Bin mir gerade nicht sicher, ob ich das tun sollte. X und... Ja, Aue! Okay, hat eine zeitliche Begrenzung. Wo... Okay. Das, war beabsichtigt. Damit bekommen wir, mit diesen Viechern bekommen wir also auch hier die ganzen Spinnweben weg. Ich werde es jetzt noch einmal kurz probieren. Einfach so, X und so. Alles klar. Gut, ich wollte es nur einmal gemacht haben. Jetzt haben wir hier noch ein zusätzliches Loch im Boden. Fällt hier ja auch nicht weiter auf. Von daher finde ich das jetzt nicht so schlimm. Also... Vor allem, es war ja ein Missgeschick. Wir haben das ja gar nicht mit Absicht. Oh Gott. Du beobachtest wirklich aufmerksam, Beobachterin. Igitt. Das Viech war... Oh Gott, ich bin gerade ein bisschen froh, dass ich da ein bisschen weiter weg war. Kommen wir da irgendwie rüber? Ich will da rüber, ich will das Viech haben. Bestimmt von der anderen Seite. Nix ist. Du mit deinen ekelhaften Krallen. Schon mal was von Maniküre gehört? Nee? Nix ist. Oh, scheiße. Blöde Idee. So, ich hoffe, das hat uns jetzt ein bisschen geholfen. Nicht noch einer. Wir hätten nicht nach vorne ausweichen sollen. Das war eine blöde Idee.
Hier lebt er immer noch. Nee, das wollte ich jetzt. Aber wir haben unsere Chaosgestalt hier. Also falls jetzt nochmal was passiert, denn... Oh, das war mir gerade ein bisschen unangenehm. Oh, Mann. Noch zwei mehr und ich hätte einen Lapskaus in die Hose gesetzt. Dabei ist es irgendwann ein Horrorspiel. Ich habe meine erwachsenen Windeln gar nicht da. So, jetzt haben wir hier Spinnenweben. Bekommen wir hier denn jetzt auch irgendwie so ein Viechchen? Weil, vergesst es, bis hierhin tragen kann ich das von da oben nicht. Das funktioniert nicht. So schnell wie das in die Luft ging. Schrägheit. Es gibt Geschichten über ihn, aber in Wahrheit sieht er noch schrecklicher aus. Ich glaube, mir wird schlecht. Ja, also so aus der Entfernung ist er nicht der Schönste und er scheint zu stinken. Hier hätten wir nochmal Wohlgrim. Sei gegrüßt. Das. Ein bisschen mehr Gesundheit hätte ich jetzt gern. Spaß machen. Wie du willst. Es kann natürlich sein, dass ich das hier jetzt wirklich ein bisschen zu oft mache, ein bisschen, ich sag mal, zu klein kariert, aber im Moment sammle ich doch noch sehr gerne, weil ich halt auch noch nicht so richtig weiß, was noch auf uns zukommt. Sei gegrüßt. Das. Und ich bin gerne vorbereitet. Spaß machen. Und zweiten kriegen wir nicht voll. Deswegen lasse ich den jetzt mal. Aber ein bisschen Gesundheit hätte ich gern nochmal. Sie schreien, Reiter. So. Haben wir hier noch ein bisschen was? Steht hier auf? Nö. Das ist sehr gut. Hier haben wir auch nochmal Spinnenweben. Da geht irgendwie ein Weg rum. Da haben wir noch ein bisschen Kohle laufen. Und noch ein bisschen Kohle liegen. Und ein bisschen Kohle fliegen. Wenn es hier so weitergeht, wird das ein Gedicht. Na, hau mal richtig zu. Manchmal übernimmt er so die Richtungsangabe, oder sie übernimmt die Richtungsangabe, die ich ihr gebe, nicht so richtig. Das ist wieder so ein Loch, wo diese Viecher rauskommen, ne? Aber ich sehe hier nirgendwo so dieses... Naja, halt so dieses Futterzeug. Entschuldigung, das war Reflex. Ich glaube, das Viech hätte mir gar nichts getan. Der schlimmste Gestank kommt von oben. Ah. Okay, bevor wir uns darum kümmern, kümmern wir uns mal hier rum. Aue! Du kleines, dreckiges. Mistvieh. Sag mal, das kann hier ja wohl nicht angehen, ne? Der hat uns ganz schön reingekloppt. Wir haben noch 6 Stück, da benutze ich nochmal eins. Nur damit uns hier nichts passiert. Ach, halt die Klappe. Bitte. Okay, oh, Diamantspatzsplitter. Sehr, sehr gut. Über die Dinger freue ich mich jetzt doch sehr, muss ich gestehen. Sehr, 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 sehr gut. Aber ich weiß gerade nicht, wo es weitergeht.